Glück auf und herzlich willkommen zurück bei, ich hätte jetzt fast gesagt Child of Light, aber ich meine natürlich, herzlich willkommen zurück bei Transistor. Okay, there's a... Was? Nein, ich wollte doch... Back. Achso, hä? Hatten wir den Kampf nicht gestern schon gemacht? Wow! Trottel, hä? Geil. Das ist einfach nur Vergeltungsmodus. Ja, jetzt bin ich erstmal wieder alleine. Was habe ich jetzt gedrückt? Okay. Das war jetzt nicht die beste Sache, die ich gemacht habe. Still charging. Nein, nicht pushen. Nein! Nein, Mann! So, also. Ich vergesse immer die Tastenbelegung. Ja, doch. So hier. Dann so hier. So hier. Noch ein X drauf. Und so hier. Nochmal so. Und dann kann das losgehen. Here he comes. Ja, das sehe ich auch. Wow. Get away from him. Alter. Einfach mal fast down. Ja, leck mich. Jetzt mach ich das Ding kaputt. Oh! Ja, ich höre dich noch! Alter, ich bin einfach mal fast down. YOLO. Ich muss unbedingt gucken. Also ich weiß nicht, wo die Speicherpunkte sind. Bin ich ehrlich? Und ich glaube, man kann nicht. Was? Was haben die denn für ein? Keine Ahnung. Ups. Oh Mann. Also ich werde dann noch was gucken. Kein Platz. Der war, sah noch so aus, ob da noch irgendwas wäre. Was ist das Ding kaputt? Jo, durch. Yeah, good call. Yeah. That's our way out. Mit der Autobahn können wir abhauen. Motorrad. Geil. Mann. Ich will einfach immer auf der Taste sprinten. Ging aber auch so. Ist viel lustiger. Okay, E64 on ramp. 5 blocks down. Take the second right. Do not turn left. And thanks for the lift. Wo lang? 5 Blöcke nach Osten. Ja geil, du. Ich feier das. Ich würde zwar gern selber fahren, aber... Du sollst doch auf das Schwert hören. Don't let me go.
tut mir leid, dass ich nicht so viel sage, aber ich muss mich da selbst ein bisschen drauf konzentrieren, auf diesen Untertitel oder Übertitel. Habt ihr den verstanden? Ne? Weil, ja, Englisch ist jetzt auch nicht so das Beste. Aber pst, das muss ja keiner wissen. Ne? Und ein Ladebildschirm. Poor Bike. Just 10 more blocks to the set. Sie hat das Bike zerlegt. Oder wie sie das Schwert einfach die ganze Zeit über den Boden schleift. They beat us here. Wow! Stronger than the last ones. Immer das. Dann das. Zack, zack, zack. Zack. So, gut, dann ist es auch noch da. Da ist noch so ein Ding. Leck it me, yo. Hauptsache einfach mal vollkommen unnötig. They were waiting. Thought we'd make it time too. Mann, das am Motorrad ist einfach mal hinüber, das ist doch. Das ist doch nicht mehr witzig. Jetzig, spritzig. Ja, klar, 4 Pfeile. Was? Junction Jans. Zufriedenheit garantiert. Hardly recognize this place without the foot traffic. Kann ich mir gut vorstellen. Fertile ground. Lol. Ich weiß jetzt auch nicht, was das für ein... Lol. So, die gehen auch so weg. Einfach über lang gehen. Terminal still up. Ich will nicht gleich zum Terminal. Erstmal gucken, was hier noch so läuft. Never seen Goldwalk cleared out. Alle weg. So. Oh Mann. So. Must be starving. Sea monster's really the only choice here. Yes. Just have to get back to your place before it gets cold. Okay. They're hungry too. Was ist das? Wow. Da brauche ich nicht das Ding. Das schaffe ich ja noch so. Nice one. Oh, das war jetzt aber auch so schwer. For seafood flatbread. Das ist wie ein Flaschenbrot mit Meeresbrüchen. Egal. Schupp. Schupp. Schupp.
Einfach mal nachgucken. Prüfen. You got on the Camerata shortlist. More than just a name to them now. Okay. Alter 27, Geschlecht weiblich. Was? Fächerwahl, Musik und Linguistik. Angeführte Gründe abgelehnt. Trace-Status intakt. Okay. Funktion aus Kontakt mit Zielpersonen abgeleitet. Trade. Was? Funktion aus. Red. Hintergrund. Red gehörte 5 Jahre lang zur Creme de la Creme der darstellenden Kunst in Cloud Bank. Obwohl sie in Traverson Hill studierte, zeigte sie schon früh Interesse an Musik. In Traverson wurden viele der ambitioniertesten Städteplaner der Stadt ausgebildet. Red dagegen verbrachte den Großteil ihrer Zeit damit, die im Entstehen begriffene Kunstfakultät der Akademie aufzubauen und war die erste, die zwei nicht traditionelle Disziplinen auswählte. Die Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass sie aus persönlichen Gründen keine Erklärung dazu abgeben wollte. Angeführte Gründe abgelehnt. Selbst als sie bereits im Rampenlicht stand, antwortete sie kaum auf Fragen nach ihrer Vergangenheit und den Einfluss auf sie. Ihre Arbeit würde für sich selbst sprechen, sagte sie dann oft. Trotzdem gab sie zu, ihre Musik niemals mit dem Ziel zu schreiben, Kontroversen aufzuwerfen. Okay. Aktiv. Slot-Effekt. Beschädigung zerstört Ziele in der Nähe und deckt deren Schwachstellen auf. Basisschaden 50. Betäubungsdauer 2,1 Sekunden. Planungskosten 20. Nutzungsgrad 100%. Nutzungsgrad global 64%. Upgrade-Slot-Effekt bewirkt, dass die meisten Funktionen Ziele betäuben und stören. Aufruf vom Reiter Upgrades, bla bla. Achso. Crash Breach, Crash Jaunt, Crash Spark und Crash Bounce. Linker Button. Linker Trigger geht aber auch wenn Button da steht, geht auch der Trigger. So. Preston Moyle. Was? Guess he went out joyriding one night and never came back. Ich habe jetzt nicht genau gelesen. Alter 29, Geschlecht männlich, Fächerwahl, Reflex, Maschinen, angeführte Gründe, schnell, mächtig, fahren und weit integriert. Preston Mails, was? Funktion aus Kontakt mit Zielpersonen, Chase fahren. Auf der Rennstrecke von Cloudbank war Preston Moyle der Erste, der 4 Jahre hintereinander mit, was? Unerschütterlicher Ruhe sämtliche Geschwindigkeitsrekorde einstellte. Mr. Boyle, dem zugeschrieben wird, die Rennen der 1200 Kubikzentimeter Klasse populär gemacht zu haben, wurde aber nicht nur durch seine überragenden Fahrkünste, sondern auch durch die Tatsache berühmt, dass er seine Motorräder eigenhändig zusammenbaute. Man kannte ihn dafür, dass er ständig auf der Suche nach dem nächsten Kick selbst auf den entlegensten Straßen von Cloudbanks unterwegs war. Und dann war Mr. Moyle eines Tages plötzlich verschwunden, wobei er mit Ausnahme seines schnellsten Motorrads seinen gesamten Besitz zurückließ. Ja, wieso nicht? You've reached the hopefully not permanent address of Mr. Nobody. Nichts. Okay. Lillian Platt used to run the OVC. Said she left for personal reasons. Hintergrund. Miss Lillian Platt war eine der herausragendsten Wissenschaftlerinnen in Cloudbank und die jüngste Person, die jemals zur Vorsitzenden des OFC-Vorstands gewählt wurde. Unter ihrer Führung wurde die Anzahl der OFC-Terminals in Cloudbank mehr als verdoppelt und die Übertragungsstärke um mehr als das Vierfache verstärkt. Dann aber wurde sie zur jüngsten Person, die diesen Posten jemals aufgab. Denn nach weniger als 2 Jahren reichte sie ihren Rücktritt ein, um außer schulischen Aktivitäten nachzugehen. Bei privaten Unterredungen wiesen mehrere ihrer ehemaligen Kollegen darauf hin, dass das plötzliche Verschwinden von Mr. Maximilius Darcy, keine Ahnung, eines engen Freundes der Grund für ihren Rücktritt gewesen war. Offiziellen OFC-Kopien zufolge hat sich Darcy eines Tages dazu entschlossen, aufs Land zu ziehen.
Alter 33, Geschlecht weiblich. Fächerwahl Physik, Verhandlung. Angeführte Gründe, Probleme, bla. Ach so, das. Ah, hier steht dann immer noch zu den Attacken was dazu. Das weiß ich doch nicht. Nee, die Attacken lese ich mit. Oh, das hat man schon. It's Nyla. Das ist Neola. Alle sagen, dass sie abgehauen sind. Alter, 34, Geschlecht weiblich, Einfühlungsvermögen und Politik. Jeder verdient das Beste, okay. Hintergrund. Es dürfte nicht leicht fallen, ein aktives und offenherziges Mitglied der Gesellschaft in Cloudbank, in Cloudbanks Bezirk Goldwell zu finden. Mrs. Nyola Shane. Sie verwendet mehr als 66% ihrer verfügbaren Zeit auf Aktivitäten wie die Verabschiedung der Verordnungen zur Verbesserung unterentwickelter Regionen, die Kontaktaufnahme zur gewohnheitsmäßigen Nichtwählern und deren Information oder die Fürsprache für Gruppen ohne etwas adäquate Vertretung. Da ihre Liebe für den Bezirk wegen alten positiven Erfahrungen, die sich zu Nostalgie gewandelt hatten, tatsächlich aufrichtig war, wurden ihre Motive kaum in Frage gestellt. Trotzdem hatte auch Miss Shane Gegner, was bei der Eröffnungsfeier, die sie für den Godwork-Kanal organisiert hatte, äußerst deutlich wurde. Da stößt Querschlägerblitz aus der Basisschaden 100, Anzahl der Sprünge 5. Okay. Das ist der Dings, ja. Das haben wir alles schon angeguckt. Okay. Kann man hier eigentlich auch irgendwo speichern oder so? Ich kann nicht speichern, ich kann das nur zurücksetzen. Ist ja behindert. Naja, du musst dann halt immer was an Einstellungen ändern, ist ja auch okay. Auf jeden Fall, hier machen wir dann erstmal das Ende. Weil unsere Zeit ist rum. Wir haben etwas über die Attacken und alles erfahren. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch mal wieder gefallen. Bis zur nächsten Folge und bis dahin. Ciao.